Lifestyle and Dance, 3 Minuten für einen Grundschritt. Heute ist die Salsa dran, mein Lieblingstanz, ein Tanz, den fast jeder tanzt, auf jeden Fall jeder tanzen kann. Jeder hat einmal angefangen, auch hier mit dem Grundschritt in nur 3 Minuten. Viel Spaß! Hey baby, dime que somos, porque siempre andamos solos. Nunca en tu barrio ni el vecindario saben tú y yo que somos solos. Heute möchte ich euch den Salsa-Grundschritt zeigen. Ein sehr beliebter Tanz, ein sehr hipper Tanz, ein Tanz, den man überall tanzen kann auf der ganzen Welt und auf jeden Fall recht einfach ist. Wir müssen uns nur ein bisschen locker machen dafür. Ich zeige euch das Ganze von der Herrenseite aus gezeigt. Also wir starten mit dem linken Fuß alle gemeinsam. Einmal von vorne gezeigt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wir gehen nach vorne, finden uns in der Mitte wieder und gehen dann wieder zurück. Wichtig in der Salsa ist, dass wir wirklich jeden Fuß erneut setzen. Also nicht wie in Rumba oder in Cha-Cha-Cha die Füße am Boden entlang führen, sondern wir dürfen in der Salsa wirklich die Füße immer von oben setzen. Das Gewicht ist schön auf dem Ballen. Und wie ihr seht, ich schließe nicht zu 100% dran, sondern ich versetze den Fuß ganz leicht. Der linke nach vorne, rechts am Platz. Links leicht rückwärts gesetzt, rück am Platz und leicht vorwärts gesetzt. Ja, durch das Schließen bekommt ansonsten die Bewegung wie so ein Stopp, so ein Cut. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das Ganze schön flüssig halten. Ja? Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Locker in den Knien. Ich darf natürlich auch hier nicht hoch und runter gehen, sondern ich versuche das Ganze auf einer Höhe zu halten. Das schaffe ich, indem ich die Schritte immer über den Ballen setze und dann abrolle. 1, 2, 3. Jetzt fragt ihr euch, 3 Schritte vor, 3 Schritte rück. Salsa hat aber 8 Schläge im Grundschritt. Was mache ich dazwischen? Ich habe eine Pause. Das tut vor allem bei der schnellen Musik immer sehr gut. Ich zähle das einmal mit der Pause für euch. Ich drehe mich dafür um. Dann können wir alle gemeinsam mal mit dem linken Fuß nach vorne starten. Wir haben 1, 2, 3. Pause 4, 5, 6, 7. Pause 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ganze, was ich vorwärts und rückwärts tanze, geht auch zur Seite. Hier starte ich auch erstmal mit dem linken Fuß nach links. 1, 2 und schließe wieder ran. 3, Pause 4, seid am Platz, schließen, Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ein Salsa-Grundschritt ist immer in 8er-Schlägen aufgebaut. Ja, also wir haben wirklich 8 Schläge Zeit und erst dann ist der Schritt, der Grundschritt in der Salsa auch vorbei. Und wichtig, der Herr, solltet ihr im Paar tanzen, startet mit dem linken Fuß nach vorne. Er hat die linke Hand, rechte Hand am Schulterblatt und dann geht er mit dem linken Fuß nach vorne in den Salsa-Grundschritt. Die Dame dementsprechend umgekehrt, hat die rechte Hand. Linke Hand legt sie entspannt auf seinen Arm und startet dementsprechend mit dem rechten Fuß nach hinten. 5, 6, 7. Ne? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So, und wenn man das Ganze kombinieren möchte, vorwärts wie auch seitwärts, dann immer, wie gesagt, den Achter zu Ende tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viel Spaß mit meinem Lieblingstanz.